Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Beckham Start. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit habe ich mich heute zu später Stunde mal wieder im Stake Casino eingefunden. Eigentlich wollte ich mir an diesem Wochenende eine Glücksspielpause genehmigen. Viel ist wohl nicht draus geworden, zu später Stunde hat's mich aus Langeweile mal wieder ins Casino getragen. Wie man anhand des Videotitels bereits ableiten konnte, werde ich mir ein paar Mystery Motel Freispiele kaufen. Selbst ausgesucht habe ich mir den Slot natürlich nicht. Stattdessen habe ich mich nach längerer Zeit mal wieder an den Slotvorschlag gebeugt. Ich hoffe einfach mal, dass sich Mystery Motel heute auszeichnet. Das letzte Mal lief es nicht gerade fabelhaft, ist im Großen und Ganzen aber ein recht interessanter Slot. Im Mystery Motel gibt es zwei bzw. drei differente Features. Hier unterscheidet sich nicht nur der Preis des Features, sondern im selben Zug auch der RTP-Faktor. Der reguläre Minibonus bringt die höchste RTP mit sich, dementsprechend verliert man hier in der Regel am wenigsten, währenddem die anderen zwei Features RTP-technisch ein bisschen schlechter sind. Ich kaufe mir logischerweise alle, ich werde mich aber hauptsächlich am 20-Spin-Bonus orientieren, da ich den am interessantesten finde. Vorerst starte ich aber mit einem regulären 3000€-Bonus. Drückt mir die Daumen, gib mir direkt einen guten Bonus, gib mir direkt einen guten Gewinn und gib mir direkt ein gutes Ergebnis. Ist schon ein Zeitchen her, seitdem ich das letzte Mal Mystery Motel angezockt habe. Ich meine, das Spielprinzip kenne ich, ich bräuchte hier die Level-Ups, ich bräuchte hier natürlich gute Verbindungen bzw. gute Hits und bestenfalls einen 500er Multi im letzten Spin. Ich kaufe mir vorerst 2-3 Mini-Boni, da ich den ehrlicherweise ganz nett finde und in meinem Fall bekomme ich im ersten Bonus eine totale Abfuhr. Ist ein 4er Multi, ist effektiv so gesehen wenig bis nichts. Ich habe 3000€ auf den Tisch gelegt, bekomme 200€ zurück. Nicht gerade ein Traumauftakt, ich probiere es ein zweites und daraufhin ein drittes Mal und dann fokussiere ich mich, wie bereits erläutert, auf den Maximalbonus. Gib mir bitte ein Level Up, bitte mindestens die Spins oder halt ein, zwei gute Verbindungen. Ich wäre selbst mit einem 100er Multi ganz zufrieden, sonst bräuchte ich halt zwei Level Ups. Wenn ich das irgendwie bekomme, ist es traumhaft. Das wird so wie es aussieht, aber kein Level Up. Oder wird es ein Level Up? Es wird ein Level Up. Schön. Jetzt ein 100er Multi oder die Free Spins. Komm, gib mir die Free Spins oder einen 100er Multi. Ich nehme beides gern mit. Ein 10er Multi wäre recht schlecht. In meinem Fall bekomme ich aber, so wie es aussieht, kein Level Up. Stattdessen wird es ein Bonus auf 10 Spins. Gar nicht so schlecht, nehme ich gern mit. Hier bräuchte ich viele Wilds, die Wilds beherbergen Multiplikatoren und die Multis multiplizieren sich gegenseitig. Sofern man irgendwie ein Top-Symbol all the way verbindet, ist gefühlt unlimitiert viel drin. Da kann man selbst auf wenig Ways einiges gewinnen. Die Top-Symbols erkennt man logischerweise recht simpel. Ich glaube, das muss ich niemandem näher bringen. In meinem Fall kriege ich einen Retrigger. Ist ein ganz guter Auftakt. Ist so gesehen ein mehr oder minder 12.000€ bzw. 6.000€ Bonus, den ich hier ergambelt habe. Wenn ich im besten Falle jetzt 2-3 Wilds und eine All-the-Way-Verbindung bekomme, kann ich mir dann effektiv ein paar weniger riskante Features kaufen. Bis dato sieht es aber so mittelmäßig aus. Bräuchte halt gegebenenfalls einen weiteren Retrigger oder ein paar Wilds. Jetzt ein paar Wilds oder ein Retrigger oder eine All-the-Way-Verbindung. Ich meine, es wäre nur noch ein Retrigger ganz gut und den bekomme ich in meinem Fall leider nicht. Ist in dem Fall der erste Deadspin bzw. der erste Bait auf den Retrigger. Ich meine, ein 10€-Hit ist und bleibt es klar. Aber über einen 10€-Hit werde ich mich nicht gerade freuen. Der nächste Retrigger bleibt mir wie gehabt verwehrt. Ist ein schwieriger Slot, ist recht volatil. Ich meine, man gewinnt hier oft nichts und hin und wieder einiges. Ich bekomme in meinem Fall Bait nach Bait. Und auf einen 3000€ Bonus nicht gerade allzu viel. Mir bleibt ein guter Gewinn verwehrt. Ist der nächste Minusbonus bei. Ist zwar doppelt so gut wie der erste. Im Großen und Ganzen ist es aber trotzdem eine Katastrophe, da ich wie gehabt den Großteil verliere. Bis dato war Mystery Motel nicht gerade eine gute Anlaufstelle. Ich kaufe mir den dritten und letzten Mini-Bonus und dann probiere ich mich an ein paar regulären Features. Ich kaufe mir wahrscheinlich einen Mid-Bonus und zwei Max-Boni. Wenn ich dann bestenfalls mit Plus rausgehe, passt es. Den 1000er-Multi würde ich im Mini-Bonus auch ganz gerne mitnehmen. Hierfür bräuchte ich aber im ersten Falle logischerweise ein Level-Up. Wenn ich das kriege, passt es. Vom Spinner könnte es sich rein theoretisch ausgehen.
und es geht sich tatsächlich aus. Schön, ich bekomme wieder Second Stage. Gib mir die Third Stage. Die Third Stage wäre bombastisch, ein Tausender Multi wäre phänomenal. Komm, ein Level Up oder einen Bonus? Vorzugsweise ein Level Up, einen Bonus nehme ich aber auch ganz gerne mit. Vom Spinner sieht's recht schlecht aus, das geht sich, so wie ich's mir ausmal, wahrscheinlich nicht aus. Lag ich richtig, ich bekomme wieder die 10 Spins. Da wäre mir der 100er Multi ehrlicherweise lieber gewesen. Ich meine, wenn ich einen Retrigger kriege. Okay, einen Bait auf den Retrigger und einen Bait aufs Wild. Auf 3 Wilds wäre das gar nicht so schlecht. Wobei die Differenz zwischen Top Symbols und Low Symbols tatsächlich exorbitant ist. Ich meine, diese 10er Jacks Queen Verbindungen bringen effektiv nie was. Während dem eine Top Symbol All the Way Verbindung schon ein 1000er Tumble ist. Da bräuchte ich dann nur 2-3 Multis und es gefühlt unlimitiert viel drin. Bis dato sieht der zweite Bonus bzw. der zweite reguläre Bonus und der dritte Gamble Bonus aber auch nicht vielversprechend aus, ist zwar der beste im Bunde, aber noch immer ein deutlicher Minusbonus bei, gib mir jetzt einen Retrigger oder, na ich bräuchte halt nur einen Retrigger, sonst verbinde ich so und so nichts. Ich bekomme einen Retrigger, ich bekomme auch eine Verbindung auf den Zehnern, die ich nicht gesehen habe. Das sind 5 extra Spins und ein 240 Euro Tumble. Ich meine, vielleicht bringen die 5 extra Spins was. Verschreien möchte ich es nicht. Ich bräuchte halt ein paar Top-Symbols, vorzugsweise All the Way. Dafür bräuchte ich nur 3 Koffer in den mittleren 3 Walzen. Und halt ein Top-Symbol auf der ersten Walze. Wenn ich irgendwie die Dame oder selbst ein Low-Symbol verbinde, passt es schon. Bis dato sieht's aber auch im dritten Bonus nicht gerade vielversprechend aus. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Vielleicht wird's mindestens der erste Break-Even, wenn nicht sogar Profit-Bonus. Ich könnte es mir vorstellen. Ob sich's tatsächlich ausgeht, wird sich noch zeigen. In meinem Fall kriege ich die erste akzeptable Verbindung. Ist keine All-the-Way-Verbindung, ist in meinem Fall trotzdem ein 300-Euro-Hit. Besser wie eine All-the-Way-Verbindung auf den 10ern. Wenn ich schon von 10ern spreche, bekomme ich die nächste 10er-Verbindung. Da wäre Top-Symbol stark gewesen. Dann wäre das mal mindestens ein Profit-Bonus. So ist es, wie gehabt, ein Minus-Bonus bei. Da würde ich mich fast schon festlegen. Ich bekomme im letzten Spin effektiv auch nichts. Der dritte Minus-Bonus beim Bunde. Wobei ein gewisser Aufwärtstrend erkennbar ist. Ich meine, die ersten paar Features kosten mich effektiv 6.000 Euro. Ich kaufe mir in meinem Fall einen 12-Spin-Bonus. Und dann kaufe ich mir zu guter Letzt 2 Max-Boni. Wenn ich vorzeitig einen guten Bonus bekomme, gehe ich logischerweise glücklich raus. Sofern mir der verwehrt bleibt, ist es halt so. Ich kriege hier 4 Glocken, 12 Spins. Vielleicht einen guten Bonus, vielleicht ein gutes Ergebnis. Ich bräuchte ja, wie bereits erläutert, nur einen guten Spin. Und es wäre mal wieder an der Zeit, das letzte Mal lief es in den Hexo-Slots nicht gerade fabelhaft. Ich habe hier speziell eine schlechte Outlaws-Ink-Session in Erinnerung. Dementsprechend wäre eine profitable, wenn nicht sogar eine phänomenale Session ganz gern gesehen. Das ist ein solider Hit. Das ist die erste Animation. Der erste 600 Euro Gewinn. Ich meine 10% Cashback. Ich bräuchte halt 2-3 solche Verbindungen, beziehungsweise gute Multis. Ich bräuchte halt 2 5er Multis. Und ein paar Top-Symbols, dann ist logischerweise viel drin. Ich meine, Deadspin nach Deadspin bringt mir ehrlicherweise nichts. Und Retrigger wäre auch ganz gern gesehen. Bekomme ich aber, so wie es aussieht, wohl nicht. Es wird der nächste Minus-Bonus bei. Es sieht mindestens stark so aus, als würde es der nächste Minus-Bonus bei werden. Ich meine, 1-Spin könnte es richten. Der bleibt mir in diesem Fall aber wie gehabt verwehrt. Ich verbinde ein paar Kings, das ist so gesehen ein 60 Euro Hit. Trotzdem ist es der nächste Minusbonus bei, mein Guthaben schwindet rapide. Und allzu viel Spaß hatte ich bis dato auch noch nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die letzten 2 Boni das Ruder rumreißen. Es wäre halt echt ganz nett, wenn ich nicht komplett abgezogen werde und wenn ich gegebenenfalls mindestens jetzt einen 20.000 Euro Gewinn bekommen, dann gehe ich glücklich mit dem Break-Even raus. Gib mir ein paar solide Verbindungen, ein paar Top-Symbols all the way. Ist ein
330 Euro Hit. Das bräuchte ich in jedem Spin, dann wäre das mal mindestens ein Break-Even-Bonus. Sonst eine Verbindung auf einen Top-Symbol, halt all the way, und 3 oder 4 Koffer. Im Worst-Case kaufe ich mir nachher noch einen 8000 Euro Bonus, wobei ich mir das ehrlicherweise sparen möchte. Ich meine, das ist eine mittelmäßige Verbindung, ein paar Queens, ein paar Mid-Symbols. 15 Spins habe ich noch. Ich bräuchte nur einen Retrigger, nur eine All-Away-Verbindung und halt irgendwas. Ich hätte wohl nicht von meinem Plan abweichen sollen. Ich meine, der glücksspielfreie Sonntag wäre bis dato wohl eine gute Wahl gewesen. Stattdessen verliere ich wohl 20.000 Euro. Ich meine, allzu interessant finde ich den Slot auch nicht. Wenn er sich nicht gewünscht worden wäre, hätte ich ihn logischerweise auch nicht angezockt. Wenn ich das Top-Symbol verbunden hätte, wäre das ein Profitbonus. Wenn ich sogar ein richtig guter Gewinn, so ist es ein 1440 Euro Gewinn auf den Queens. Schade. Nächster Deadspin, beziehungsweise effektiv nichts. Das ist wieder wenig bis nichts. Kommen jetzt 3 Koffer und ein Top-Symbol. 2 Koffer, keine Verbindung. Das Top-Symbol, aber keine Koffer und keine Verbindung. Und, wie gehabt, der 5. Minusbonus bei. Mystery Motel zeichnet sich mal ganz und gar nicht aus. Das ist ein richtig guter, das könnte für einen Break-Even reichen. Ich meine, es ist Top-Symbol all the way. Auf ein paar Ways, auf ein paar Multis, das sind 4.400 Euro. Ist zwar kein Profitbonus, ist aber mal mindestens ein Break-Even-Bonus. Dementsprechend kaufe ich mir zu guter Letzt einen weiteren 9.000 Euro Bonus. Und dann gehe ich mit dem Restguthaben raus. Ich vermute mal, dass ich mit so 15.000 Euro rausgehen werde. Dementsprechend verliere ich wohl 15.000 Euro. Ist jetzt kein super Ergebnis. Im Großen und Ganzen kann ich mit dem Endresultat aber noch ganz gut leben. Natürlich wäre mir Profit lieber, aber es ist auch kein Weltuntergang. Ein Retrigger wäre super. Ich meine, es wird wohl wieder ein Bait. Es wird tatsächlich ein Retrigger. 4 Glocken. Ne. 5 extra Spins. 23 Spins. Vielleicht geht sich ein bisschen was aus. Bräuchte ja nur 2-3 gute Verbindungen, ein paar nette Koffer, ein paar Multis und einen 10.000er Multi. Das ist der nächste Retrigger, beziehungsweise in dem Fall ein Bait. 20 Euro Hit, die ersten 10 Spins bringen sehr wenig. Also sehr wenig. Ich bekomme weder Koffer noch Verbindungen. Sofern ich den Retrigger nicht bekommen hätte, wäre es noch ein Stückchen schlechter. So ist es ein 90 Euro Tumble, beziehungsweise ein 90 Euro Gewinn. Ich habe noch 14 Spins über. Das ist eine Verbindung auf den 10ern und den Jacks. Nicht gerade allzu viele Ways, keine bombastischen Multis, ein 450 Euro Hit. Ich meine, es kann nicht immer phänomenal laufen. Ich komme heute wohl wieder eine Klatsche, wobei das ein guter Hit ist. Das sind viele Ways, jetzt gute Multis. Gute Multis, ich rette mich raus. Ich rette mich, glaube ich, raus. Das ist ein guter Hit, das ist ein richtig guter Hit. Das könnte vielleicht sogar für einen gesamten Break-Even reichen. Ich kann den Slot sehr schlecht einschätzen. Das ist aber ein richtig guter Spin, ein richtig guter Hit. Und ich lasse das mal hochzählen. Das könnten schon um die 20.000 Euro sein. Wenn es zählt und zählt weiter, ist vielleicht doch eine ganz gute Wahl. 14.000 Euro. Ich gehe mal mindestens nicht mit viel Minus raus. Noch einen weiteren Hit. Dann geht sich vielleicht sogar ein bisschen Plus aus. Ich meine, das ist ein 400 Euro Hit. Nochmal Top Symbol All the Way oder einen Retrigger oder ein paar Koffer. Da wäre mir eine Top-Symbol-Verbindung lieber gewesen. In meinem Fall kriege ich einen Deadspin. Der letzte Bonus rettet das Gesamte aber doch noch ein bisschen. Ich verliere jetzt nicht exorbitant viel. Ich hatte 30.000 Euro und ich gehe wohl mit ein bisschen Minus raus. Aber nicht gerade mit viel Minus. Dementsprechend kann ich mit dem Gesamtresultat eigentlich ganz gut leben. Mit mega viel Optimismus geht sich vielleicht noch eine Break-Even-Session aus. Wobei ich das tatsächlich nicht gerade vermute. In meinem Fall kriege ich hier nichts mehr.
nichts mehr, beziehungsweise ein Mini-Hit. Ich bräuchte halt noch einen Retrigger oder eben eine All-the-Way-Verbindung auf ein paar Multis. Komm. Ist zwar eine All-the-Way-Verbindung, leider nur auf den Queens. Die Multis wären schlecht, dementsprechend ist es ehrlicherweise irrelevant. Und der finale Spin bringt mir noch eine All-the-Way-Verbindung auf den Queens. Ist der nächste 120-Euro-Hit. Im Großen und Ganzen hat es der letzte Bonus noch ganz gut rausgerettet. Ich gehe zwar mit Minus raus, mit einem 5000-Euro-Verlust kann ich im Großen und Ganzen aber noch ganz gut leben. Auch wenn es nicht gerade die interessanteste Session war, hoffe ich, dass euch dieses Video trotzdem zugesagt hat. Sofern ihr einen speziellen Slot sehen möchtet, könnt ihr mir den lieben gern in die Kommentare schreiben. Sonst würde mich ein Like und ein Abo natürlich freuen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich kurz noch auf mein angepriesenes Gewinnspiel eingehen. Ich habe das ehrlicherweise vor mir hergeschoben. Ich werde mich in der kommenden Woche aber garantiert drum kümmern. Haltet eure Ohren steif. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Cheers.